Hallo und herzlich willkommen zu Evo Space. Warte mal, ich muss mal kurz. Für den Start müssen wir immer morgens einstellen. Habe ich vergessen. So, guck da, morgens. Gut, dass es hier keine Umweltverschmutzung gibt, obwohl er ziemlich cool wäre, ja? Das fände ich schon geil, aber wenn man jetzt in die Richtung guckt. Ja, ist ein schöner Ausblick, den wir hier haben aus unserer Hütte. Nein, hier ist natürlich der Ausblick, ja? Habe ich extra. Hier ist unser Garten. Ne? Schöner Garten. Hierzu, Terrakotta. Für Terrakotta brauchst du Ton. Und anders kommst du nicht an Terrakotta dran, an diese Fliesen hier. Und ich wollte da mehr von haben. Deshalb habe ich das hier hinten mal, das habe ich ohne euch gemacht, ja. So stümperhaft mal eben wieder aufgebaut. Irgendein Erz. Du brauchst nur irgendeins. Ist egal welches. Klopse platt. Pack sie hier in so eine Waschanlage rein. Boah, ist voll laut bei mir. Und wäsch das aus. Und das Erz schmeißt du einfach weg. Weil das Erz willst du ja nicht haben. Und der andere Suff, der da rauskommt, den packst du in so eine Filtereinheit. Erzhaltiges Wasser, ne? Und dann wird da Ton draus. Siehst du? Und da mache ich Terrakotta draus, wenn er denn so weit ist. Aber, worum es geht, ich habe die eine oder andere Forschung mal so gemacht, ein bisschen. Und wir haben ja aktuell eigentlich die beste Forschung, die wir haben, sind hier die Quantenchips. Und wir können ja auch noch den Quantenprozessor, ja? Und den habe ich auch erforscht. Und hier ist der. Aber warte mal, wir gucken hier. Hier. Und der ist total simpel. Guck mal. Da nimmst du einen Quantenchip und einen Prozessor. Das heißt, so ein und so ein. Die werden wir uns hier wegzwacken. Ja. Und dann produzieren wir den einfach. Ich habe mich schon ein bisschen geärgert, dass ich das nicht anders gebaut habe hier. Ich war fast schockiert, dass das so einfach ging. Wie gesagt, ich hatte das ja schon mal gemacht, aber ich habe es wieder vergessen. Aber jetzt guckt ihr das an. Hier, das ist unser Silizium. Also, das war ja von Anfang an klar, dass diese Produktion eigentlich für einen Arsch ist. Ja, das ist ja alles uraltes Zeug hier. Stahl, ja. Und das Ding ist gerade mal Aluminium. Keine Ahnung, wie lange braucht der? 7 Sekunden. Und daran hängt natürlich vieles. Also, eigentlich hängen fast sämtliche Chips da dran. Ich weiß gar nicht, ob sogar alle Chips da dran hängen. Und ich wollte wenigstens ein bisschen dieses Silizium mal beschleunigen, bevor wir das machen. Dafür habe ich hier schon so eine industrielle Abscheideanlage hingestellt. Das ist ja noch diese alte, die erste Abscheideanlage überhaupt, die man bekommt. So, und jetzt machen wir einfach hier so ein klein bisschen was Schnelleres dran. Wenn ich das richtig gesehen habe, industrielle Abscheideanlage, hier Sand und dann die blaue, 4,8 Kilowatt. Und der hier, der liefert schon 8 Kilowatt. Also sollte der eigentlich dafür ausreichen. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich stelle jetzt erstmal eine hin. Ich wollte jetzt erstmal einfach gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Und hier brauchen wir so ein, ja, übrigens, was ich euch noch sagen wollte, heute ist Freitag. Wie geil ist das denn, bitte? Wo ist denn hier diese, hier ist sie.
Die müsste ja dann auch hier. Habe ich die noch? Habe ich die? Das kann natürlich sein, ne? Dass die noch gar nicht erforscht haben. Ah, hier. Elektrolyse. Ja, sieht so aus. Ich befürchte fast, dass das so aussieht. Die Elektrolyse. Und Bänder haben wir auch keine mehr. Mach mal hier schon mal 25. Und Arme haben wir auch keine mehr. Mach mal hier 25. Hast ja erstmal was zu tun. Und dann machen wir die blaue, ne? Direkt, oder? Wo war die denn jetzt? Da. Ach, die ist so noch angewählt. Ja, die müsst ihr ja können. Apropos Hartmetall, vielleicht holen wir uns mal welches. Ich weiß nämlich gar nicht. Wir sind ein bisschen low on Hartmetall. Kann ich hier durch, bitte? Und ich weiß überhaupt gar nicht, was hier bis jetzt. Ja. Gib uns das mal. Das ist doch schon. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, aber wir nehmen einfach mal mit. Ich gehe mal oben lang, auch wenn der Weg jetzt weiter ist. Man kommt irgendwie leichter voran, als wenn man sich da unten durchschlängelt. Obwohl, jetzt kommen wir ja auch nicht durch, doch. Dann lass mal gucken jetzt. Der ist jetzt fertig. Da ist er doch. Ja, wie wär's denn mit Kohle? Mann. Gib mal. Tu mal noch einen rein. Ja. Ja, siehste. Lass mal zwei davon bauen. Ich schätze mal, dann brauchen wir auch noch einen Abscheider. Aber erstmal jetzt gucken halt, wie es so läuft. Hör mal auf damit. Hör mal auf damit. Mach mal 10 Ärmchen. Und auch noch mal ein paar Bänder. Ja. Passt schon. Kilowatt. Das ist schon ordentlich, ne? Ach, Moment. Die braucht ja keinen Motor oder so. Die kriegt den Strom ja direkt. Ah, das läuft. Wie machen wir das denn, dass wir... Stell die mal hier hin. Nee. So, reinlegen, rauslegen. Können wir eigentlich auch direkt so machen, ne? Huch. Warum passiert das immer? Dem müssen wir wahrscheinlich sagen, was er tun soll. Und ich glaube dem nicht, der ist schlau, der weiß das. Ich mach einfach mal. Gucken wir, was passiert. Läuft der jetzt auf 100%? Ja, locker. Ich glaube, ich baue direkt noch einen Abscheider. Hier so ein Chefabscheider. Könnte ja fast sein, dass sich das jetzt schon anfängt zu stauen, ja. Also die könnten wir eigentlich auch direkt ersetzen hier. Montageanlage Stahl, die braucht auch ziemlich lange.
Aber die aus Hartmetall können wir, dürfen wir, sollen wir noch nicht bauen. Montageanlage. Forschen die mal. Und das lässt jetzt sein. Und so einen Motor habe ich noch. Das ist schön, da können wir die auch ein bisschen enger stellen. So, ne? Und den dahin. Und den dahin. Und den dahin. Und den dahin. Also, am Ende kommst du da an dem Turm an, weißt du? Ist der Punkt. Na klar, kommt jetzt nicht mehr genug Sand hier an. Natürlich. Warum auch? Gibt es die eigentlich schon in Blau? Jetzt lass uns die machen hier. Aber ich sehe gerade keinen. Hier so ein. Er hat wieder geleckt. Soll ich zwei machen? Und danach werden wir wahrscheinlich die ersetzen hier. Aber brauchen wir gar nicht. Guck mal. Müssen wir uns mal Material besorgen. Nee, ist leer. Habe ich irgendwas verpasst? Okay. Warum? Der ist voll. Natriumstaub ist voll. Okay. Weiße? Mach. Ja, ist jetzt auch egal. Der Natriumstaub ist voll. Ich... Was sollen wir damit jetzt? Ach, verdammt. Ich brauche so einen. Mach so. Und so. Und so. Ah, Junge, ehrlich. Chlor, ich weiß gar nicht, wo noch Chlor gebraucht wurde. Jetzt müsste eigentlich jeden Moment will ich nicht sagen, aber es müsste weitergehen. Komm, weil wir können, jetzt mal eben hier auf die Schnelle. Hat sich schnell wieder erledigt, aber dann macht da mal im Moment ein bisschen mehr Druck. Oh, gut, dass wir mal nachgeschaut haben, ne? Ja, ja. Das sind so die Kleinigkeiten, ne? Da. Was wollte ich denn jetzt hier? Weg, 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 weg. Dahin, dahin. Ja, das ist scheiße, Jungs. Kommen wir nicht voran. Viele habe ich davon nicht mehr, aber die sollten ausreichen, oder? Ne, warte mal, hier sollten. Ja,
Da weiß ich nicht, ob die da reichen. Zum Rauslegen. Ich hab keine. Komm, mach die. Oh, die anderen wären jetzt wahrscheinlich sogar schneller gegangen, ne? Das Band ist gar nicht lang genug. Ja, ich glaube, das brauche ich nicht kopieren. Das haben wir nicht. Ja, und da waren wir wieder an dieser Stelle, warum habe ich jetzt, war ich jetzt gerade so verwirrt, dass da oben so wenig drin war, dass ich überhaupt nichts mehr mitgenommen habe davon? Ja, reicht mir erstmal. Was machst du? Sand, Stein, ne? Weg. Weg, weg, weg. Sollte die Sache auf jeden Fall so ein bisschen anheizen, ne? Werden die gar nicht verarbeitet oder seid ihr einfach nur grottenlangsam? Es ist unglaublich, wie langsam ihr seid, ehrlich. Freitag, cheers. Wir hatten noch was vor. Wir machen hier aus Silizium Silizium Wafer. Ja, den habe ich noch nicht. Ja, komm, dann nehmen wir so eine. Kann ich sowieso noch eine von bauen. Aus Silizium Silizium Wafer. Der wartet jetzt aktuell. Ne, eigentlich ist das aktuell voll, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir das gerade brauchen. Lass uns mal oben erstmal ein Update machen, damit da wieder was passiert. Ja, da waren sie wieder, meine drei Probleme. Ich hol mal. Edelstahl, Edelstahl ist das, ne? Ja. Davon, ah, dann wird die Anlage wieder ein bisschen anfangen zu brennen.
habe wahrscheinlich sogar noch Edelstahl gehabt, ja. Kräfte erstmal Bänder. Bänder brauchen wir auf jeden Fall. Ah, das dauert natürlich wieder Ewigkeiten, bis er die gekräftet hat. Ne? Ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen. Und wir können, weil ich das auch erforscht habe, tatsächlich jetzt, das sind ja die normalen Computer, die wir immer benutzt haben. Ne? Und ich habe jetzt hier oben Quantencomputer erforscht. Das ist der Quantencomputer und das ist der normale Computer. Den können wir aber. Ah ne, hier aus Hartmetall können wir die auch schon bauen. Ja gut, die Chips, die haben wir ja noch nicht. Aber den hier. Wo brauchst du allerdings erstmal 20 normale Computer? Und der Punkt ist, wenn du jetzt so Stromverbrauch und so guckst, ne? Berechnung pro Sekunde 75 und der 24. Das heißt, drei von dem schaffen doch eigentlich schon das gleiche fast wie einer von denen, oder? Also ich weiß nicht. Dann baue ich lieber die. Ich brauch nicht so Milliarden. Also im Moment ist es tatsächlich so, vier Stück reichen mir für alles. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mehr brauche. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall ein paar Chipse. Und Glas haben wir aber noch. Ja, ist doch gut. Außerdem haben wir eine Treppe. Die sollten wir auch mal hin und wieder benutzen. Haha. Die hier, ne? Gib mir mal einfach so ein Stack. Jetzt machen wir 1, 2, 3, 4. Passt. Reicht mir völlig. Jetzt müssen wir die natürlich noch zusammentüdeln. Ach guck mal, wir haben da so eine Maschine gebaut. Ha, ha, perfekt. Das ist perfekt. Na gut, da reicht's. Ich habe gedacht, ich könnte die jetzt vielleicht hier so zwischenstellen und die bräuchte die Bänder nur verlängern. Ist aber nicht so. Ich glaube, ich mache es auch so, dass ich die Computer hier wieder mit in die Flucht stelle. Ja gut, der baut jetzt noch 1000 andere Sachen, ne? Aber wenn wir das jetzt so machen, dass der quasi hier hingeht, und der geht hier hin. Quasi so. Hör mal auf, Bänder zu machen, haben wir genug, will ich ja nicht sagen, aber wir haben Bänder. Ich möchte auch die Computer haben dazu. Okay, so und so. Und dann jeweils reinlegen. Finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Also hier habe ich noch zwei freigelassen und dann kam das Band. Das würde bedeuten, das Band geht so. Ja? Und dann würden die Ärmchen kommen. Und dann würden die Computer kommen, die wir noch nicht haben. Und dann wird der Strom kommen. Und bevor ich das diesmal auch wieder verpenne, mache ich direkt so. Gucken mal, wo wir uns den. Ach, ist doch perfekt. Ist doch perfekt.
Ich glaube, ich habe bei jedem vergessen, die anderen Computer anzuschließen. Warum? Habe ich den jetzt nicht weit genug gezogen? Was? Moment, was? Wo? Hä? Hä? Was habe ich denn gerade gemacht? Was habe ich denn getan? Irgendwas habe ich wieder komplett verpeilt. Keine Ahnung. Irgendwas wie immer verpeilt. So. Das Gute daran, jetzt sind auch die Computer fertig. Mann. So. Tada. So machen wir das. So machen wir das. Yippie. Und dann legst du da hin und du... Oh, ich hatte jetzt schon Angst, dass das diese Maschine ist, die 3 Milliarden Teile da drin hat. Wo ist er denn? Hier. Quantenchips und Prozessoren. Patsch. Die macht der mal eben in 2 Sekunden fertig. Ist das nicht... das ist doch perfekt. Ja, okay. Für die haben wir... Oder hätten wir ja jetzt noch keinen Puffer, ne? Also machen wir so. Und so. Und puffern. Wie viel haben wir? So haben wir gepuffert, ne? Eigentlich glaube ich, das ist absolut zu viel. Aber es ist natürlich dann auch ärgerlich, wenn du tatsächlich mal was forschen willst und dann hast du plötzlich nichts. Ja gut, dann schmeiß mal an. Perfekt. Perfekt. Ausgezeichnet. Und danach gibt es ja nur noch hier diesen das Quantenhirn. Keine Ahnung, wie ich mir das jetzt gerade angucken kann, wie das gekräftet wird. Sollen wir uns mal eben spoilern, wie man Quantenhirn kräftet? Da. Was? Okay. Was, Neutronenteile, Moment, das ist ja die nächste Ausbaustufe, ja, sind Neutronenteile und dann eine Zelle und noch ein bisschen Koks dazu. So what? Ich denke mal, die nächste Aufbaustufe, die wird wahrscheinlich nochmal spannend. Da werden wir nochmal so möglicherweise vielleicht ein bisschen fluchen und so. Könnte passieren. Das könnte passieren. Wir haben, ich glaube, wir haben jetzt schon, wir sind jetzt schon irgendwo bei Folge 40 oder so. Also, eigentlich schon so viel, wie ich Weed Shop gezockt hatte. Kommt mir aber noch nicht so lange vor.
Ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall hier, können wir mal unten gucken, wie die Siliziumproduktion jetzt läuft. Weil hier kriegt er jetzt wahrscheinlich Stress, ne? Wahrscheinlich müssen wir beide dieser Maschinen austauschen, weil die braucht 7 Sekunden und die braucht auch 7 Sekunden. Also, jetzt Silizium kommt auf jeden Fall jetzt genügend an. Montageanlage. Ja, und hier läuft es jetzt auch wieder. Gib die jetzt her hier. Ich brauche das Zeug eh. Ein bisschen da. Ob da jetzt was drin bleibt oder nicht, spielt auch keine Rolle. Zwei Stück habe ich gebaut. Was? Der Punkt ist, dann kann ich nachher sämtliche Greifarme kann ich wahrscheinlich auch austauschen, ne? Ah, was? Das ist jetzt eine ganz andere. Uah, ich werd weich. Wo bin ich? Wahrscheinlich werde ich die sowieso am Ende auch austauschen. Ich werde die alle austauschen. Muss ich euch dafür mitnehmen? Für so Kackmaschinen austauschen? Wollt ihr das unbedingt sehen? So ein Kack. Das ist halt. Das sind eher so diese Pflichtaufgaben, ja? Der legt jetzt schnell genug rein. Mit dem Rausnehmen hat er Stress. Aber hier ist auch. Nächstens so einen kleinen Puffer da reinmachen, dass der immer rausnehmen kann. Ah, siehst du, der kriegt die nicht schnell genug raus. Rein ist okay, raus ist kacke. Und hier machen wir den Prozessor. Prozessor. Ja, der läuft tatsächlich voll. Mann. Ja gut, das hätte man auch anders lösen können hier, damit der nicht voll läuft. Wenn ich ehrlich bin. Aber weißt du was? Wird schon wieder päpstlicher als der Papst hier. Ja, und jetzt kriegst du Stress, ne? Kommst du, im Moment, die ist ja Titan. Titan, im Moment, Stahl? Die habe ich aus Titan gemacht. Oh. Titan? Ich bin verwirrt. Waren die vorher auch schon Titan? Wollte ich da nicht eine bessere hinstellen? Keine Ahnung. Es ist jetzt so, wie es ist. Die wollte ich neu ersetzen hier, ne? Die ist ziemlich... Welche?
Nein. Ah! Die hier ist ziemlich kacke. Stahl. Habe ich denn jetzt noch irgendwas? Ja, ich habe Stahlanlagen. Kann ich nicht? Darf ich nicht? Möchte ich nicht? Edelstahl kann ich dir anbieten. Nee, wir hatten die aus Titan gemacht. Also, das war ja schon richtig. Ich bin nur wieder im falschen Film. Wieso kann ich die nicht bauen? Ah. Verdammt. Welcher ist das? Der hier? Oh, wird schön leer. Welche Maschine wollte ich ersetzen? Wo war sie? Ich weiß nicht mehr so genau. Geh weg. Welcher ist das? Der hier? Nein. Der. Und der wird schon von drei Maschinen gebaut. Ja, das soll erstmal okay sein. Jetzt haben wir es aber. Man sieht das doch an den Ärmchen, dass das Titan ist. Wo ist eigentlich mein Problem? Außerdem wird es dunkel. Das ist immer ein gutes Zeichen. Also spätestens, wenn dunkel wird, dann sollte man die Folge beenden. Wir haben unsere... ich nenne es einfach mal Chipse-Produktion. Haben wir schwer beschleunigt. Und wir haben extrem neue Chipse dabei gekriegt. Das war doch eine erfolgreiche Folge, oder? Ja, wir können jetzt richtig... Wir können zum Beispiel das hier forschen. Hat er gedacht. Ah, kann er. Und es geht. Wir können da Quantenhirn forschen. Nützt uns zwar noch nichts, aber ist ja egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen. Denk dran, Däumchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.